Das kleine Königreich Bhutan im Himalaya hat binnen 13 Tagen rund 94% der Erwachsenen eine erste Dosis Corona-Impfstoff verabreichen lassen. Das entspreche rund 62% der etwa 770.000 Einwohner. Das buddhistisch geprägte Bhutan, das für sein, auch die Gesundheit und persönliche Zufriedenheit erfasstes Bruttoglücksprodukt bekannt ist, hat damit einen ähnlich hohen Bevölkerungsanteil einfach Geimpfter wie Israel. Israel impft aber schon seit Dezember 2020. Nur die Seychellen haben eine höhere Impfquote, impfen allerdings bereits seit Jänner und haben nur rund 100.000 Einwohner. Der verwendete AstraZeneca-Impfstoff hat das Königreich kostenlos von seinem großen Nachbarn Indien erhalten. Nach dem Erhalt der 550.000 Dosen wartet Bhutan wochenlang, denn für den Beginn der Impfkampagne ist nach astrologischen Kriterien der 27. März gewählt worden, der als besonders glücksbringend gegolten hat. Bereits in der ersten Impfwoche sind dem Ministerium zufolge mehr als 85% der Erwachsenen geimpft worden. Dazu sind 1.200 für die Bevölkerung gut erreichbare Impfzentren eingerichtet worden. In besonders abgelegenen Gebieten wurden die Impfzentren per Helikopter beliefert. Zudem haben Aufklärungskampagnen und der beliebte König Jigme Khesar Wanchak zu schnellen Impfungen beigetragen.